Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Welt, und herzlich willkommen zu einer neuen News-Spezialfolge. Wir schauen uns heute Karten aus SV5A und SV6 in Japan an. Beide Erweiterungen werden bei uns höchstwahrscheinlich in SV6 Maskerade im Zwielicht zusammengefasst. Gestern bin ich in der News-Spezialfolge 279 auf diese Enthüllung eingegangen von SV6 bei uns. Wir fangen mal an mit SV5A Crimson Haze und den Karten. Also, wir haben hier Morcha. Die Fähigkeit macht ungefähr folgendes: Verhindere jeglichen Schaden und Effekte von gegnerischen Attacken, während es auf der Bank ist. Das ist aber nur ein Vorgeschmack natürlich für Fatalicha EX, das ja auch gestern enthüllt wurde, aber wo wir noch nicht die Karte gesehen hatten. Jetzt haben wir sie. Genau, eine interessante Karte, aber ich würde sagen nicht zu stark zumindest. Weitermachen wir dann mit einem Froxy und einem Amphisel, und die beiden entwickeln sich ja bekanntlich zu einem Quajutsu EX weiter, also EX in diesem Falle, mit dem Terra-Typen Kampf. Eine sehr starke Karte, wenn man sich diese Attacken anschaut, also beide Attacken wirklich, wirklich gut. Das, denke ich, wird definitiv gespielt werden. Dann machen wir weiter mit einem Evoli. Genau, ein kleines süßes Evoli, natürlich mit einem interessanten Effekt bei dem ersten Angriff. Der zweite ist halt Ruckzuckhieb. Das kann man sich definitiv in Erinnerung behalten für zukünftige Evolutionen. Weiter machen wir mit einer Ass-Klasse-Karte, und zwar Hyperaroma. Genau, also auch das keine schlechte Ass-Klasse definitiv. Ich weiß nicht, ob man die jetzt spielen würde. Aber keine schlechte Karte. Und dann haben wir hier Lucian, oder wie man es auch immer ausspricht. Genau, ein Trainer aus Diamant und Perl, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, der ist halt auch irgendwie in diesem Set dabei. Eine Boomerang-Energie haben wir auch noch, und die wiederum finde ich nicht uninteressant. Besonders eben wegen Quajutsu EX. Denn Quajutsu EX, da kann man ja mit dem zweiten Angriff zwei Energien ablegen und die Boomerang-Energie würde dann zurückkehren. Also gar keine schlechte Energie für Quajutsu EX. Und wir haben natürlich auch noch Secret Rares, angefangen hier mit Hisui Fukano Art Rare und Evoli Art Rare. Genau, wegen dem Evoli habe ich auch vorhin die andere Karte gezeigt. Und übrigens, ich denke, eines von diesen Evoli wird sich irgendwann mal zu einem Felinara entwickeln. Es sieht zumindest so aus. Während das Hisui Fukano in einer bestimmten Pose hier ist, und diese Pose passt dann auf die nächsten beiden Special Art Rares, beziehungsweise auf eine der beiden, nämlich haben wir hier Quajutsu EX Special Art Rare und Gemma EX Special Art Rare, und ich denke, Gemma und Hisui Fukano sollten hier sehr gut harmonieren, denn Hisui Fukano ist ja das Pokémon von Gemma, genau. Dann gibt es auch noch einige weitere, beziehungsweise alle anderen regulären Karten. Es fehlen jetzt nur noch ein paar Secret Rares, die dann nächste Woche enthüllt werden. Auf der Webseite, das ist Link 2 in der Quelle, findet man eben dann auch diese Karten alle. Hier habe ich nur mal als Beispiel Cupidos und Voluminas rausgenommen. Dann kommen wir zu SV6 Mask of Change, beziehungsweise bei uns dann Maskerade im Zwielicht. Und hier wurden auch ein paar neue Karten enthüllt, angefangen mit Benezahu, genau, ein neues Pokémon im TCG, also auch ein relativ neues in den Hauptspielen, weil es erst mit dem DLC dazu kam. Interessante Fähigkeit, und hier gleich ein kleiner Hinweis, denn diese Fähigkeit hängt mit Finsternisenergien zusammen, und das wird sich auch durchziehen bei den nächsten beiden Pokémon. Wie gut es jetzt ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke mal, die nächsten beiden und dieses hier sind nicht super stark. Dann machen wir auch sofort weiter mit Beatori, genau. Also hier sieht man auch, dass es eben mit Finsternisenergien harmoniert sozusagen, wenn man die anlegt. Ich wüsste nicht, warum man das tun sollte, aber man kann hier eine Finsternisenergie eben anlegen und dann versuchen zu verhindern, dass es Schaden bekommt. Und dann haben wir noch Boninu, das dann auch deutlich stärker wird, wenn Finsternisenergien angelegt sind. Genau. Außerdem haben wir dann auch noch eine Käferfangausrüstung hier, und diese ist vielleicht interessant für das eine oder andere Pflanzendeck. Weiter machen wir dann mit Joe. Genau, hat zwei Effekte auf seiner Karte, sieht gar nicht so schlecht aus, aber auch nicht übertrieben stark. Und dann haben wir noch Hana hier, die letzte Unterstützerkarte und auch allgemein die letzte Karte in dieser Folge, die wiederum relativ gut ist. Für den ersten Zug kann man definitiv spielen,
In gut 2 Monaten wird ja diese Erweiterung bei uns erscheinen und dann schauen wir mal, ob diese Karte dann auch ihren Weg in unsere Decks findet. Also, das war's dann für diese News-Spezialfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche oder übermorgen mit weiteren News-Folgen. Also, bis dann. Ciao.